Unglaublich. Du meine Güte, was geben sie dir zu essen? Ich sollte die Fünfte niemals unterschätzen. Hier in der Ressourcenzentrale war auch viel los. Wir hatten kaum Zeit zum Schlafen. Natürlich ist das nur, weil du in deinem Job so gut bist. Na, Saphirstern, was hast du gefunden? Ja, für dich jetzt erstmal gar nichts mehr. Du bist ja fast schon legendär. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein gutes Heilmittel gegen Langeweile bist? Bist ja fast schon legendär. Okay, Saphirstern, dann raus damit. Lass mal hören, was du entdeckt hast. Ich erzittere vor Bewunderung. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich dich für die Jagd auf die Drachenältesten schätze. Ich würde gerne anders ausdrücken, aber ich bin Wissenschaftler und kein Dichter. Aber wer sagt, dass man Poesie nicht wie Wissenschaft angehen kann? Gut, ich werde den Rest meines Lebens der Poesie widmen. Haha, das war ein Scherz. Also, mein Saphirstern, wie kann ich dir behilflich sein? Du bist echt was Besonderes. Was? Du hast es mit wie vielen Drachenältesten aufgenommen? Du machst wohl Witze, sag das nicht dein Ernst ist. Boah, mir wird schon schwindelig, wenn ich nur versuche, das in meinen Kopf zu bekommen. Die ernste Wildexpertin, das sind auch immer diese Namen, ey, die alle haben. Miosterin, mir wurde gesagt, du hast die Quest Folge dem Saphirstern abgeschlossen. Was für eine miaustische Heldentat. Ich bin total beeindruckt. Ich entschuldige, ich hab da was im Auge, Schnüff. Du machst mich stolz, Miosterin. Du bist der Saphirstern, der uns über das dunkle Meer führt. Kann man das natürlich auch sagen. Das Feldteam hat sich am Hauptturm versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Jetzt drängel doch nicht. Hey, Liebes, du bist der Hammer. Ich habe mich an deiner fantastischen Leistung gewärmt. Du verdienst meine Verehrung voll und ganz. War das zu viel? Ja, das war zu viel. Na, was kann ich für dich tun? Kann ich jetzt inzwischen irgendwas kaufen, was ich vorher noch nicht kaufen konnte? Sieht nicht so aus. Mein Gott, ey. Ja, mit dir rede ich nachher. Ups. Erst einmal hierher laufen und mit dem guten Kommandanten hier oben reden. Der sich hier ziemlich gut versteckt. Wie ich höre, hast du eine verdammt harte Quest geschafft. Hier, lass mich dich mal ansehen. Oho, ja, du siehst definitiv anders aus. Bist du scharf auf meinen Job? Ich sehe da ein paar admiralhafte Züge. Naja, ich bin ein Stern, das ist, Tut mir leid, Herr Admiral, das wird eine Abstufung. Ich bin als Stern ganz glücklich. Der Kommandant hat mir erzählt, was du getan hast. Du bist verrückt. Vielleicht wird es Zeit, dass du die neue Welt hinter dir lässt und beginnst, neue Jagdgründe zu erobern. Egal, wo du hingehst, du wirst hier immer einen Fan haben. Ich werde dich immer anfeuern bei jedem Schritt auf deinem Weg. Wenn das nicht der Saphirstern ist, willst du dich umsehen? Ja, gerne. Kann ich vielleicht inzwischen jemand was Sinnvolles kaufen? Waffentechnisch bist du echt eine Enttäuschung. Und rüstungstechnisch übrigens auch.
Du hast dich selbst übertroffen. Hey, Fünferin, ich habe gehört, du hast die Monster da draußen ganz schön zugerichtet. Die Drachenältesten hatten gar keine Chance. Wenn du darauf bestehst, so fantastisch zu sein, dann habe ich nichts dagegen, weiterhin Waffen für dich herzustellen. Weißt du, dieser Weg, den du folgst, das ist der Weg einer echten Jägerin. Du suchst nicht nach Konfrontation mit der Natur, konfrontiert mit Strahl, verhältst du dich wie Wasser. Konfrontiert mit Stahl, verhältst du dich wie Wasser. Noch stark, aber nie rachsüchtig und du bist flexibel, wenn eine Situation es verlangt. Du hast gelernt, die Natur zu verstehen. Und noch wichtiger, du hast zugelassen, dass sie dich verändert. Manche Leute sind zu stur, um so zu werden wie du. Dafür braucht man einen guten Charakter, gute Erfahrung und Glück. Du hast da wohl die richtige Formel gefunden. Du solltest stolz auf die Spur sein, die du in der Welt hinterlassen hast. Es lohnt sich, ihr zu folgen. Also, mein Saphirstern, was darf es sein? Ja, tatsächlich fand ich auch erstmal nichts. Hi. Je nach Sammelstelle kannst du verschiedene Erze und Kräuter sammeln. Dein Leben als Jägerin wird viel leichter, wenn du dir merkst. Okay, gut. Als du Folge dem Saphirstern abgeschlossen hast, hast du für den Rest von uns jede Menge extra Arbeit verursacht. Die Wildexperten wollen dir schon an die Gurgel springen, aber jetzt haben wir so viel zu tun, dass dazu keine Zeit ist. Toll gemacht. Ich ziehe dich nur auf, hehe. Ich mag vor Verzweiflung stöhnen, aber es ist eine glückliche Verzweiflung. Deine Taten sind der Hammer. Ja, könnt ihr gerne versuchen, mich zu lynchen. Ich konnte 3 Drachenälteste klatschen, also ich würde vorsichtig sein. Ach, Bohnenstange, ich kann dich weiterhin so nennen, wenn du Lust siehst und die schwierigsten Quests der Gilde erledigst. Ich würde ja mit dir rumsitzen und feiern, aber erstmal könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Deine Partnerin ist so aufgeregt über deine Taten, dass sie schreiend in der Kantine herumgelaufen ist. Beruhige sie mal, ja? Oder muss ich das zu einer Quest machen? Ja, mach das zu einer Quest, dann bekomme ich Geld dafür. Grüße! Deine Partnerin läuft herum und erzählt allen, dass du die beste Jägerin aller Zeiten bist. Und jetzt heult sie sich die Augen aus, weil sie so glücklich ist. Aber warum ist sie so emotional? Nicht, dass du uns alle gerettet oder viel für mich getan hast, aber und fast nicht belohnt wurdest. Was zur Hölle, was ist denn mir los mit dem? Neidisch oder was? Und nie hast du meine Essgewohnheiten kritisiert. Immer hast du mit mir geredet. Entschuldige mich mal kurz. Ja, gute Nacht, schlaf gut. So, einmal gucken, ob wir hier alle Ausrufezeichen beseitigen konnten, außer unsere Wildexpertin. Und dann wollen wir erst mit der reden. Hey Leute, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Hört mal alle her. Meine Partnerin hat die Quest Folge dem Saphirstern aber sowas von erfüllt. Du bist der echte Saphirstern. Das macht sie zum Saphirstern der Kommission. Und mich zum Saphir, irgendwas. Das reimen wir uns später zusammen. Ich wusste, dass meine Partnerin große Taten vollbringen würde. Oh je, ich glaube, ich muss weinen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für meinen Follow. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Follow natürlich. Oh Mann, er ist schon selber ganz, ganz wuschig irgendwie. Danke für dein Follow, Verplex? Verplex. Wer? Oder ich nenne dich einfach nur Plex. Geht Plex? Ist Plex okay? Alles gut bei dir. So, jetzt wollen wir hier nochmal hier wunderbar die Ausrufezeichen-Symbole alle wegmachen. Absolut.
absolut fantastisch. Jägerin, du hast mein Wort. Du bist einfach fantastisch. Aber eigentlich hätte ich mir gleich denken können, dass du ein Stern bist. Schließlich bist du ja vom Himmel gefallen, nicht wahr? Willkommen zurück auf festem Boden. Setz dich erstmal eine Weile. Also, was kann ich für dich tun? Ja, du gar nichts. Meine Güte. Hörst du auf damit? Sei nicht immer so unglaublich. Oh, dankeschön, ich weiß, dass ich unglaublich bin. Unglaublich toll, unglaublich klug, unglaublich genial. Es ist sehr schwierig, deine Leistungen in die Lynianer-Sprache zu übertragen. Mir fehlen geradezu die Worte für einige der Dinge, die du vollbracht hast. Ja, ich merke schon, so richtig viele reden wollt ihr alle nicht mit mir, ne? Es wirkt irgendwie so, als wenn die alle sauer wären. Nur weil die jetzt minimal mehr Arbeit haben. Gratulation! Was? Du hast die Gipfel des Jagens endlich erreicht. Wow! Glückwunsch! Klingt, als ob du ein neues Ziel im Leben brauchst. Was ist mit deiner Idee, die Jägerin der dritten Flotte zu werden? Was? Das war meine Idee? Nun ja, sie ist brillant, nicht wahr? Was ist das? Könnte ich hier nicht irgendwo was kaufen oder so bei irgendwem? Du bist unvergleichlich, Jägerin. Aha, hier kommt der Saphirstern. Du hast uns diesmal wirklich den Hintern gerettet. Wir dürsten nach Forschung zu den Drachenältesten und du hast uns zu einer regelgerechten Oase geführt. Du bist eine unglaubliche Jägerin. Hast du schon mal daran gedacht, dich in der Forschungsbasis niederzulassen? Wir könnten Großes erreichen. Wie kann ich dir behilflich sein, Saphirstern? Kann ich bei dir andere Sachen kaufen als bei dem anderen? Nö. Ja, dann kannst du mir nicht helfen. Mit der Meisterin reden wir gleich erst. Wow, Jägerin, unglaublich. Die Leute in Astera müssen auf dem Platz Purzelbäume schlagen. Gratulation. Glückwunsch zu allem, was du geleistet hast. Du bist wirklich der Leitstern von Astera. Wie unglaublich. Wow, du bist echt die Wucht. Was? Wie gesagt, ein Kompliment, kein Sarkasmus. Wie, mehr sagst du nicht? Puh. Julian ist auch unglaublich happy. So wie alle anderen offensichtlich auch. Jetzt reisen wir noch einmal zu meinem Raum. Und setzen uns hier wunderbar hin. Aber dann kann ich nicht in meinen Jägernotizen sein. Okay, schade. Und ich muss sagen, was ein Abenteuer. Einheimische Wiesen. Wir haben auf unserer Reise nicht klassifizierte Kreaturen als kleine Wesen kennengelernt, nämlich den Neckar und das Flauschhuhn. Und damit man einmal noch so die ganzen Sachen sieht, die wir erreicht haben. In den Baumwipfeln haben wir nicht ganz so viel gefunden, nämlich nur den Unterholz. Pterix. Hier haben wir dann doch schon ein paar mehr gefunden, ne? Schmetterlinge, Blitzfliegen,
etc. pp. Fische haben wir auch einige gefangen. Insbesondere das lebende Fossil. Und auch am Boden haben wir relativ viel uns erhaschen können. Kleine Monster haben wir folgende alle besiegt, beziehungsweise erforscht erfolgreich. Und die großen Monster natürlich. Angefangen mit dem Großjagra, den wir insgesamt 13 Mal besiegt haben. Gefolgt von dem Kuluyaku, 18 Mal erjagt, einmal davon gefangen. Den Puke Puke, 18 Mal gejagt, 2 Mal gefangen. Den Barot, 20 Mal gejagt, 7 Mal gefangen. Den Juratodus 25 Mal gejagt, einmal gefangen. Den Tobikadachi 25 Mal gejagt, 5 Mal gefangen. Den Anjanath 35 Mal gejagt und 7 Mal gefangen. Den Ratian 23 Mal gejagt, 2 Mal gefangen. Den Tsitsiyaku 30 Mal gejagt, 5 Mal gefangen. Den Paulumo 21 Mal gejagt, 4 Mal gefangen. Den Groß Giros 16 Mal gejagt, 5 Mal gefangen. Den Radoban 29 Mal gejagt, 5 Mal gefangen. Den Ligiana 17 Mal gejagt, 5 Mal gefangen. Den Odogaron 21 Mal gejagt, 5 Mal gefangen. Den Rathalos 24 Mal gejagt und 8 Mal gefangen. Den Diablos 26 Mal gejagt und 2 Mal gefangen. Den Kirin, 17 Mal gejagt. Drachenältester, kann man nicht fangen. Den Sora Magdaros, schade, dass es bei dem nicht dabei steht. Den Dodogama, 9 Mal gejagt und 1 Mal gefangen. Den Rosa Ratian, 11 Mal gejagt und 1 Mal gefangen. Den Basil Gois, 10 Mal gejagt und 2 Mal gefangen. Den Demonjo, 10 Mal gejagt und 10 Mal gefangen. Den Lavasiot, 9 Mal gejagt und 8 Mal gefangen. Den Uragan, 11 Mal gejagt und 8 Mal gefangen. Den Azurnen Rathalos, 12 Mal gejagt und 9 Mal gefangen. Den Schwarzen Diabolos, 14 Mal gejagt und 11 Mal gefangen. Den Nergiganten, 18 Mal gejagt. Den Theostra 21 Mal gejagt. Den Lunastra 6 Mal gejagt. Den Kusaladaura 12 Mal gejagt. Den Valhazak 14 Mal gejagt. Den Kulve Tarot gekonnt ignoriert. Den Xenojiva 17 Mal erfolgreich gejagt. Den Behemoth haben wir noch nicht erjagt, den haben wir nur einmal vertrieben in den Event-Quests. Da gehe ich auch davon aus, dass der Behemoth noch eine 9-Sterne-Quest ist, die uns natürlich jetzt noch fehlt, weswegen die Schrift noch blau ist. Das werden wir aber genau wie die Erforschung des Behemoth im Iceborne-DLC erledigen. Und der Waldschrat. Zweimal gejagt. Ja, Leute. Das sind unsere Gebiete gewesen. Mein Lieblingsgebiet war die Heimat der Ältesten tatsächlich. Die fand ich vom Design her eigentlich ganz cool und vom Aufbau her auch. Weil die so dreigeteilt waren, ne? So kristallig, Gebirge und Lava und Vulkan. Ja. Ich finde, das Korallenhochland hätte noch ein Lager mehr vertragen. Und die Forschungsbasis hier war jetzt irgendwie ein bisschen überflüssig die Zeit lang.
Aber das ist schon okay. Ja, damit endet dieses wunderschöne Projekt an dieser Stelle. Und wir sind mit Monster Hunter World durch. Wir werden nicht mehr weitermachen mit dem Base Game in dem Sinne, sondern wir werden uns im nächsten Monster Hunter World Stream in Monster Hunter World Iceborne stürzen. Wir werden das allerdings als neues Projekt erachten, deswegen sage ich jetzt ganz ehrlich, dieses Projekt ist jetzt hier zu Ende und abgeschlossen. Da wird jetzt auch nicht mehr viel kommen. Mein Feedback habe ich, glaube ich, bei den Credits schon gesagt. Ich kann nur noch mal sagen, dass ich das Endgame ein bisschen repetitiv fand. Das war mir ein bisschen zu... ja, irgendwie das ist immer das Gleiche. Die letzte Mission war auf jeden Fall auch verdient, die letzte Mission. Ja, wie gesagt, ich glaube, das Feedback habe ich sonst soweit schon gesagt. Das große Endfazit wird sowieso erst dann nach dem Iceborne-DLC gezogen. Aber ich denke, alleine wie lange ich dieses Projekt durchgezogen habe, zeigt, wie gut mir dieses Projekt doch gefällt. Ich freue mich sehr, mit euch in den Iceborne-DLC starten zu können, beziehungsweise in eben mit euch diesen auch noch zu erleben. Wir werden den sehr ähnlich strukturieren wie das Hauptgame, das sage ich auch gleich. Wir werden wieder die Rüstung der Monster farmen. Wann der DLC genau kommt, das kann ich leider noch nicht sagen. Das kann sein, dass ich da jetzt eine kleine Pause zwischen mache, weil wir haben jetzt Monster Hunter relativ lange uns begleiten lassen. Es kann aber auch sein, dass ich nächste Woche einfach Bock darauf habe, in die Eiswelt aufzubrechen, die mir, um ehrlich zu sein, auch gefehlt hat in dem Spiel bis jetzt. Und ich wäre ohne den DLC ein bisschen enttäuscht gewesen. Damit verabschiede ich mich jetzt von allen Leuten, die mit mir dieses Projekt begleitet haben. Bedanke mich dafür fürs Zuschauen und verabschiede mich in dem Sinne von euch. Hier auf Twitch sage ich jetzt noch nicht Tschüss, sondern gehe ganz kurz in die Pause. Und dann machen wir Ende. Eigentlich können wir Ende machen, das bietet sich echt gut an. Ja komm, wir machen Ende. Wir machen Schicht im Schacht. Ja, und dann gibt's morgen Rayman, die Fortsetzung, die wir dann da beenden werden, die nächste Welt machen werden. Das wird dann im morgigen Stream sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen in diesem Stream, für das Begleiten dieses Projektes. Ich bin damit für heute raus. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für die beiden Follows von heute. Einmal bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Tobias, und bei dir, Verplex, dass ihr reingeschaut habt und ein Follow da gelassen habt. Wie gesagt, der Iceborne-DLC kommt definitiv. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Bin damit für heute raus und sag bye bye.